FIFA 22 wollte es mir eigentlich nicht holen. Bin auch ein halbes Jahr hinterher, eigentlich, also theoretisch. Aber ich habe es mir trotzdem geholt. Und zwar, super Angebot. Und das habe ich übersprungen, die Vorstellung von mir. Wir können uns aber gerne noch anschauen. Ich habe meinen eigenen Club ganz kurz mal herstellt. Und wir werden in der dritten deutschen Bundesliga anfangen und versuchen uns da hochzuspielen. Heute ist der Start. Genau. Ich habe gleich zur Info, und weil ihr das nicht seht, ich habe als erstes mal die Sommertransfers ausgeschalten. Ich nehme an einem Cup teil, einfach mal zu testen, ob der Schwierigkeitsgrad okay ist für mich oder ob ich total auf die Schnauze krieg. Genau, ich habe mir mit Absicht dafür den Cup ausgesucht, wo kein Rivale aus der Liga da dabei ist, weil dann sehe ich auch die englischen Teams sind grundsätzlich ein bisschen stärker normalerweise. So, ich habe beim Erstellen des Squads darauf geachtet, weil das sind alles generierte Spieler. Genau, Sharpness, Fitness, Moral, das kennen wir alle, die schon mal FIFA gespielt haben. Teammanagement kennen wir auch. Ich werde gleich dann die Formation anpassen, weil diese Formation spiele ich zwar sehr gerne, aber ich will was Neues ausprobieren. Ich habe darauf geachtet, dass, und das ist wirklich wichtig, es sind alles junge Spieler. Also ich habe die Einstellung auf sehr jung. Es sind alles Deutsche. Ich wollte unbedingt ohne Ausländer in der dritten Liga starten. Aus dem einfachen Grund, ich habe so das, ich wollte so, dass das Ding eine junge, also für das hätte sich halt England besser geeignet, theoretisch, weil du da mehr Ligen hast, bis du in der Premier League bist. Aber ich hatte Bock auf Deutschland. Und ja, da werden wir uns von ganz unten, also ich hatte wirklich so das Gefühl, hey, junges deutsches Team. Das motiviert ist, sich nach oben zu arbeiten, und genau, let's go. Wir werden natürlich nicht verneinen, dass wir ausländische Spieler holen, auf keinen Fall, speziell wenn wir dann gleich mal um den Aufstieg kämpfen. Aber das Team sieht nicht schlecht aus. Es ist auf einem halben Stern. Ist auf einem halben Stern das Team, und wir spielen, wenn dann Attacking, aber ich will gar nicht diese Formation spielen. Ich will mit zwei Sturmspitzen spielen. Aber ich laufe halt gerne über die Flügel. 4-2-2. In 4-1-3-2. Ich will mit zwei Stürmern spielen. Ich will nicht mit drei spielen. Ich will nicht mit einer Sturmspitze spielen. Nein, Dreierkette hinten. Fünf. Ne, ich glaube, wir gehen mit 4-1-3-2. Das ist die Formation. Kann ich es nochmal einstellen? Ich will offensiv spielen. Schröder ist kein ZDM. Das ist aber okay. Confirm. Da gucken wir mal. Quick Suggestions. Der einzige, den wir haben, ist eine 48. Aber hey, Hübner ist unser einziger ZDM. Zentraldefensiver Mittelfeldspieler. Für die Jungs, die das nicht wissen. Schröder. Okay, wir haben. Okay, wir gehen gleich rein und gucken uns Dropback, das. Build-up play Longballs. Nope. Fast Build-up. Schnelles Umschalten. Direkt passen für Chancen. Das ist genau das, was ich will. Ich will.
So, ich will. Ne, ne, ne. So. Player in der Box, richtig rein. Aus der zweiten Reihe trifft man meistens nicht. Free Kicks. Wir nehmen da die mittlere Version. Ich würde da eher ein bisschen weiter gehen. So. Def. Ich stehe gerne weit oben. Und die Weite. Die lassen wir mal auf 50. Dropback finde ich okay. Balance ist so. Nee. Constant Pressure, Dropback. Ah, wir gehen auf Balance. Wir sind ja jetzt eh noch in den unteren Ligen. Da kümmern wir uns gleich darum. Ich werde nämlich die Spieler. Was haben wir? Jetzt am Anfang wird es sehr viel Einstellung sein. Übrigens für alle, die gerade zu sehen und so, wenn ich das auf YouTube hochlade, was ich wahrscheinlich noch machen werde. Ja, es werden viel einstellen müssen jetzt am Anfang. Es sieht aus, Ullmann sieht wirklich aus für der Mann für die alle Standards irgendwie. Bis jetzt Instructions. Ja, bin ich nie ein Riesenfan davon, der dort wahnsinnig viel einstellt. Speziell nicht, wenn ich die Liga noch nicht kenne. Yes, ich würde gerne die Dinge speichern, die ich gerade eingestellt habe. Transfers, Player Search, Scout Instructions. Scout Instructions. Ja, das weiß ich auch. Ja, das ist klar. Edit Instruction. Restore. Remove. 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 Scouts. Ich habe drei Scouts. Die sind alle nicht schlecht. Also für ein Drittliga-Team. Bundesliga, das ist schon mal gut. Liga do Brasil. Sein Scout to Country. Das werden wir gleich als erstes tun. Und zwar brauche ich einen Scout ganz dringend in England. Du gehst nach England. Das ist ein bisschen schade, dass ich hier Französisch, Belgisch, Deutsch. Deutsch super. Der Rest, ja. Scout Report. Da wirst du noch nicht haben. Ich will den relocaten. Ich will denn nicht in Brasilien. Ich will denn näher an der Heimat. Ich würde gerne asiatische Spieler mir holen, weil ich einfach ein Riesenfan von Asien bin. Aber wir müssten näher. Ich will. Dass mein Heimatland ist, schicke ich dich in die Schweiz. Und du bist in Deutschland sehr, sehr gut aufgehoben. Jetzt. Gehen wir nochmal raus. Und gucken hier. Wir haben 1 Million Transferbudget, was wir instant anpassen werden, weil ich will dieses Transferbudget von 1 Million gar nicht erst ins Auge fassen. 60-40. Wir machen 70-40. 70-40. 70-30. Nee, wir machen. Wir machen 65-35 Budget. Okay, was sind unsere Ziele? Ich habe alles auf sehr low gestellt. Ich habe es manuell gemacht. Aus dem einfachen Grund, ich wusste nicht, wie, wo, was dann erwartet wird. 5 Spiele ohne without defeat in away matches. Also 5 Spiele gewinnen. Aussetzt ohne Niederlage und das auf very low, also auf ganz weh, also ganz klein. Keine Objective Continental ist klar, geht nicht.
Domestic, also Inland, dritte Liga, avoid finish in bottom part of the league, das können wir. Also nicht am Ende, also im letzten Teil der Liga enden. DFB-Pokal möchten Sie wir, dass wir die Runde der besten 16 erreichen. Mache 15 Millionen Profit von Jugendspielern in zwei Seasons. 15 Millionen? Wir haben ein sehr junges Team. Machbar. Aber schwierig. Youth Development. Vier junge Spieler in die Academy einladen. To each of the following positions. Goalkeeper. Sign four players in your Youth Academy. Assigned to each of the following positions. Also ein Torhüter, ein Verteidiger mit. Okay, in jeder Position einen. Genau. Vor. Das. Ja. Bitte gebt mir Bescheid, wenn das Spiel zu laut oder zu leise ist. Das gleiche zählt für mich. Ich werde natürlich nicht. Das finde ich halt mega nice. Stadium Youth Staff. Gucken wir direkt mal rein. Yes, yes, yes. Das ist das Wichtigste für mich. Uff. Kann ich. Raus, Junge, auch wenn du mich 10k kostet. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich habe kein Budget. Wir werden nicht transferieren. Ich hole mir einen richtig guten Jugendscout. Bam. Und wo geht der natürlich hin? Hier in Deutschland. Ich habe kein Geld dafür. Aber ist okay. Annie. Wir haben absolut kein Geld jetzt. Jetzt wird es Hardcore. Wir haben kein Transferbudget. Wir können uns keine Spieler leisten. Das ist eigentlich das Perfekte. Jetzt müssen wir richtig aufbauen. War zwar nicht mit Absicht, aber ist okay. Ich habe 1 Million eingestellt. Ich wollte wenig Geld haben, dass sowas natürlich nicht dran gedacht habe. Völlig mein Fehler. Aber vielleicht machen wir ja gleich Geld, wenn wir gut spielen im Cup. Deswegen jetzt, wir gehen mal ins Office. Mich nervt die 7. Departed die nächsten 3 Monate. Nice. Und da werden wir einfach Spieler brauchen. Okay, ja. Scouting, Youth Assistant Manager. Da war ich schon. Aber da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Was haben wir denn hier? Potenzial? Von der 77. Der ist 15. Das Schlimme ist, die Jungs könnten schon fast in unserer ersten Mannschaft spielen. Show Actions. Development Plan. Also das sind schon Spieler in unserem Ding. Ich will dich nicht. Du bist Stürmer, war. Der war. CF. Geh auf Striker bitte. Ja, auf Striker. Wie lange hat er von CF auf Striker? 2 Wochen. Passt. Das ist ein Riesentalent, der Junge. Goalkeeper. Action. Development Plan. Balanced. Passt. Frank. Ebenfalls Torhüter. Der wird jetzt schon keine Schnitte haben gegen Tan. Tan ist ein chinesischer Spieler. Es wird die Hälfte triggern, die andere Hälfte nicht. Andreas Frank ist aus Österreich. Dann haben wir Diego Jiménez aus Bolivien. Ein Zentral-Mittelfeldspieler, das gefällt mir grundsätzlich. Ja, gute Sprints schon. Ich glaube, wir machen mal balanced weiter. Ich muss dann gucken, ich habe noch nicht einen riesen Kader, dass es
dass ich mir da groß was anderes machen. Serap Bahtur, wie gesagt, von CF auf Stürmer wechseln und danach richtig rein tryhard. 15 Jahre jung haben wir dann noch Ebenezer Adomako. Der ist ein Stürmer bereits. Boah, der Junge kann rennen. Der Junge ist schnell. Der ist quick. Der ist quick. Der gefällt mir. Okay. Medium High. Das ist schon mal gut. High Medium. Oh, da bereits. Was haben wir da? Bei dem kann ich noch nachgucken. Was ist das? Der Trade. Der hat jedenfalls schon einen Trade. Okay. Wir gucken mal weiter. Two Objectives. Da haben wir bereits reingeguckt. Nichts Neues. Scout Reports. So, jetzt. Die Scouts sind eigentlich momentan ziemlich nutzlos. Da noch kurz durchdrücken. Aber da werden wir uns nichts holen. Hier. Ich hau einfach mal alles nochmal raus. Einfach alles. Weil das Einzige, was ich haben will, sind Instructions. Und zwar Edit Instruction. Position. Ne, ich muss zuerst in die Dev Chart rein. So, jetzt. Kurz mal gucken, was wir für Spiele haben. Und zwar Team Sheets. Nein, Quatsch. Ah, da bin ich eingerostet. Squad Hub. Wundert euch nicht, wenn ich mich ab und zu mute und dann kurz nichts passiert, dann richte ich meinen Stuhl wieder, weil der hat sich heute entschieden, dass er irgendwie die ganze Zeit runtergeht von alleine. So, jetzt. Important, sporadisch, rotation, sporadisch, Prospect. Wir haben zwei Prospects. Habe ich das richtig gesehen? Nur ein? CDM Hübner. Ja, perfekt, du spielst, Junge. Okay, jetzt. Wir haben einen Torhüter. Ein Jahr. Wir müssen echt aufpassen mit den. Wir sortieren mal. Die Hälfte des Teams ist auf Einjahresverträge, die andere Hälfte auf Zweijahresverträge. Da werde ich junge Spieler wirklich binden müssen. Okay. Pfeiffer sieht momentan aus, als wäre es ein sehr junges Team, habe ich eingestellt. 26, 29, 18. Okay. Sieht aus, als wäre es unser erster Torhüter. Wir gucken den mal an. Und sein Development Plan. Diving ist okay, Kicking, ja, wäre mir lieber, wenn was anderes wäre. Wir lassen ihn auf Balanced. Die Form ist okay, aber die Form sagt eh noch nichts aus. Ah, by the way, wie viele Spiele haben wir? Wir haben 23 Spieler. Okay. Wir gehen gleich weiter zu L. Thomas. L steht für Lias Thomas. Ja, der gute Herr wird sich nicht mehr verändern. Der ist 29. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht lange behalten, weil wir haben jetzt schon einen Jungen, der so stark ist wie Pfeiffer. In der Jugend. Der Junge werden wir spätestens wahrscheinlich im Winter dann raufholen. Und dann haben wir den ganz jungen Krämer. Krämer, mein Junge, ich will dich auf die Bank. Medium,
das ist schon mal gut. Balance bringt momentan am meisten, weil du kriegst nicht wirklich bessere Trades sonst. Gucken wir mal da. Dann haben wir links, left, white back. Hoppla. Der gute Albert Dietrich. Wir können den in der Position so lassen, das tut ihm nicht weh. Balance ist die Frage, was machen wir mit dem Jungen? Er hat eine gute Pace. Er ist terrible im Schießen, das macht aber überhaupt nichts. Er ist physikalisch für seine Werte sonst ganz okay. Er ist 26. Dribbling ist okay. Er hat gute Agility. Er kann springen. Balance ist das Beste, was er machen kann. Die Shooting Rates sind mir egal, aber die Vision müsste halt auch hoch. Und die kriegt er sonst nur Attacking, aber ich will ihn ja nicht auf Attacking. Nicht jetzt jedenfalls. Die Stamina muss hoch. Die Stamina ist bei Balance halt nicht gut. Defensive ist halt Reaktion wird besser, was auch wichtig ist. Ah, oh, Crossing. Kurze Pässe ist das. Lange Pässe, aber da wird halt. Ah, Wingback, Interceptions, aber sonst ist dann schlecht. Wir gehen mal mit Balance weiter bei Albert Dietrich. Dann haben wir Linksverteidiger Jörn Zimmermann. Gute 27. Ich habe auf Very Young gestellt, nicht auf Old. Leute, ist das wirklich so jung? Okay. Der scheint sich nicht mehr weiterzuentwickeln. Dann gucken wir gleich mal weiter zu Lias Vogt. Der zweite Lias. Der ist ein Dre Central Back. 31, da, jetzt haben wir was Interessantes. Krämer. Lasse Krämer, der sich mit 24 nicht mehr weiterentwickelt. Terror, sehr gute Defense. Gute Physik. Schießen lassen wir den sicher nicht. Passen. Boah. Aber anscheinend wird der Junge einfach nicht besser mehr. Wir probieren es trotzdem. 105 Wochen Balance. Was machen wir bei dem Sweeper rein? Für die Agility vielleicht noch ein bisschen zu pushen. Ballplaying Defense, oder? Ja, Ballplaying Defender. Mal gucken, ob. Ja, 76 Wochen. Dann haben wir einen Jungen. Mal endlich einen Jungen. Toller Nachname. Alexander Schneider, 17 Jahre jung, der gute Herr, Innenverteidiger. Balanced würde wahrscheinlich überall so am meisten bringen. Sein Stamina ist furchtbar. Und das geht nicht hoch. Oh. Okay, passen eine Sache. Defending ist auf 52, Physical 57, das ist okay. Er ist schnell. Wenn der Junge schon schnell ist, warum machen wir dann nicht einen Sweeper draus? Reaktion, Agility, Balance, Ballkontrolle, Dribbling. Ja, lass sweepen. Lass mal Sweeper verbessern. So, der nächste, Rechtsverteidiger. 24 Jahre jung, Marvin Fischer. Gute Pace wieder. Pace haben die Jungs anscheinend. Gute Pace. Stamina sieht bei dem schon deutlich besser aus, bei dem jungen Herrn. Pff,
Shooting ist klar, ist nicht das Grüne. Bei dem ist das Einzige, was mir gerade wirklich nicht gefällt für unser Team, ist das Passen. Ich würde das Passen gerne... Also das Passen geht zwar noch. Das ist die Vision. Es ist halt schade, weil einfach zwei Sachen da nicht mitgehen. Das wäre halt Attacking White. Lass Attacking gehen, weil die Division muss hoch. Die Division muss einfach hoch. Aber 24 Jahre Junge, der Junge hat noch ein bisschen. Ja, und Attack Work hoch. Weil ich habe gerne, wenn Außenverteidiger auch mitgehen. Der nächste Rechtsverteidiger, ebenfalls 24, Julian Neumann. Junger Herr, Sie sehen außer auf der Pace leider nicht so toll aus. Wo müssen wir am meisten arbeiten? Defensive. Wobei auch passen. Defensive Awareness hoch. Standing Tackle ist okay. Heading ist okay. Interception, ja, Stand Tackle. Definitiv nicht Attacking bei dem jungen Herrn. Wir können Defensive Wideback gehen. Aber dann kommt das Pass nicht hoch. Die Kraft würde aber nochmal hochgehen, was auch wichtig ist. Slide Tackle. Crossing Long Pass. Ich glaube, ich gehe Wide Back. Mit dem jungen Herrn. Dann haben wir unser Prospect. Ben Hübner. Die Stats sind noch nicht dort, wo sie sein sollten. Pace sieht gut aus wieder. Physical ist okay. Die Stamina muss definitiv hoch. Passing muss hoch und Defense muss hoch. Nein. Ballwinning Midfielder. Definitiv Ballwinning Midfielder. Du bist unser einziger CDM. Du musst da. Das ist dein Ding. Das ist dein Ding, Ben. So, Dion Wagner. 25, linkes Mittelfeld. Pace wieder okay. Physical. Ja, gucken wir mal nicht hin, okay. Passen 50, Dribbling 59. Ich bin nicht der Dribble-Typ. Bin ich ganz ehrlich. Ich mag schnelles Passspiel. Nicht gerade Tiki-Taka. Das ist auch. Ich mag englischen Fußball. 2-3 Pässe. Go, go, go. Schön rausspielen. Okay. Wide Mittelfielder. Wide Playmaker würde halt seine Attack Position und seine Long Shots verbessern. Stamina würde besser werden. Dribbling ist mir egal. Curve, Short Pass. Flankengenauigkeit. Crossing. Ah, Schusspower und so, das kommt dann mit der Zeit. Ich glaube, wir gehen Long Shot Attack. Dort geht er eh nicht hoch und dort geht er nicht hoch. Dann lass White Playmaker machen. 25 jung, der gute. 22 Jahre jung ist und nicht viel behind ist Uwe Prott. Uwe, warum entwickelst du dich nicht weiter, mein Junge? Bist du echt am Limit mit 22? Zentraler Mittelfeldspieler 28, Nick Schreiber. Nick! Wie sieht es aus, Nicky Boy? Wie sieht es aus? Pace sieht gut aus. Schüsse ist okay. Passen ist gut. Physical ist gut. Defense ist weniger gut, macht aber nichts.
Playmaker und alles auf Passen gehen und auf lange Schüsse. Box to Box. Ballwinning nicht, aber Central. Ich glaube, ich mache den auf Playmaker. Das ist das Beste, was da geht. Ebenfalls zentrales Mittelfeld, 18 Jahre jung. Mit einem besseren, schwächeren Fuß als wohl der Starke. Also beidfüßig. Huch. Stamina muss unbedingt hoch. Und Stärke muss unbedingt hoch. Was Physik anbelangt. Aggression ist okay. Und dann passen. Passen, schießen. Wir könnten den auf Playmaker trimmen. Für die Stamina. Jetzt wieder alles hochhebeln, was gerade wichtig ist für einen zentralen Midfield. Finishing und Attack, aber Box to Box, Long Pass, Short Pass. Das könnte auch was sein. Ihn als Box to Box, ja, wir trainieren ihn mal als Box to Box. Er hat zwar schon High als, ja, aber, ich glaube, ich mache Box-to-Box, weil Ballkontrolle dann besser wird. Und wenn ich da Erfolge feiere damit, weil er ist 18 Jahre jung, dann kann ich ihm immer noch Playmaker reindrücken, was eigentlich den Rest, was wichtig ist, weiter vorwärts treibt. Okay. Wir haben einen 26-jährigen Mittelfeldspieler auch noch, Robert Schröder. Herr Schröder. Physik okay, Dribbling gut, Passing okay, Pace, naja, Playmaker. Schüsse werden nicht mehr besser, aber als Playmaker kommt das meiste hoch, was du noch hoch haben solltest. Bei dir könnte deine Stamina ein großer Vorteil sein. Dann zentral offensiver Mittelfeldspieler Otto Schwarz, 19 Jahre jung, ein Linksfüßer. Kann nicht verteidigen, macht aber nichts zu essen, offensiver Mittelfeldspieler. Er kann aber auch nicht wirklich schießen. Pässe sind auch nur so lala. Und ja, Physical, Shadow Striker, Attacking Midfielder, Balanced würde halt am meisten gerade bringen, aber es ist mir zu wenig Fokus. Ich glaube, ich gehe auf Shadow Striker mit ihm. Stamina hoch, Volleys hoch, Longshots, Tag Position, Finishing und danach auf Advanced Playmaker. Weil ich brauche, oh hoppla. Ich brauche die Schussrate hoch. Wo waren wir? Wir waren bei Schröder waren wir da. Wir waren bei Otto Schwarz gerade. 19-jähriger ZM. Ja, genau. Und jetzt Rechtsmittelfeld. Da haben wir eine 62 dabei. Boah, das sind Zahlen, die kenne ich schon gar nicht. 76er Pace. Absoluter Wahnsinn für uns. Kann nicht um sein Leben verteidigen, das ist aber okay. Es gibt nicht wirklich was, was so noch hochgeht. Simon Ullmann. Kann man aber damit leben. 17-jähriger Linksflügelspieler. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Rechtsflügelspieler, ZF, Stürmer. Wir haben zwei Stürmer. Wir spielen mit zwei Stürmern. Okay, du wirst das erste Mal Striker. Bevor du nicht Striker bist, machen wir da gar nichts. Gehen wir weiter. Das war übrigens Dominik Becker. Boah. Wahnsinns Pace bei Oskar Peters. Jetzt ist die Frage. Wer macht mehr Sinn?
Wie sehen die Rollenverteilungen aus? Rotation und Rotation. Wir machen ihn auch zum Striker. Dann haben wir vier Striker. Und dann machen wir bei ihm Bombardier, dass er schießen kann. So, dann haben wir jetzt mal die Developments eingeschaltet. Wie gesagt, wir haben 23 Spieler, wir haben drei Torhüter. Das ist okay. Wir haben sieben Verteidiger. Wir spielen mit vier. Das heißt, da wird jeder immer wieder mal drei kommen. Wir haben zwei rechts, wir haben drei innen, und zwei links. Also das ist gerade so das Minimum. Ich hätte gerne noch einen mehr in der Mitte für hinten. Zentral defensives Mittelfeld haben wir nur Hübner. Da wird halt regelmäßig einer der drei ZMs aushelfen müssen. Und vor dran wird dann auch immer wieder Schwarz spielen. Links haben wir zwei, die werden sich gerne abwechseln, die jungen Herren da. Rechts. Oh, damn. Ich habe nur einen rechts. Habe ich sonst noch jemanden, der rechts spielen kann? LW, ZM, Rechtswing, CF, ZM, Stürmer, Stürmer, ZF. Habe ich noch jemanden, der links Mittelfeld, rechts Winger? Oh, na, nice. Neumann und Fischer können auch links spielen. Das ist sehr gut. Und Schneider kann auch rechts oder zentrales Mittelfeld. Das ist gut. ZDM, die beiden. Okay, nice. Links und rechts, wunderbar. Der wird umgewandelt. Oh, uns fehlt ein Flügelspieler. Ah, dann machen wir aber Peters nicht zum. Oh, das ist jetzt gemein. Das ist jetzt richtig schwierig. Mit drei Stürmern sollten wir zu klarkommen. Ah, wie sieht das aus? Ich brauche noch einen rechten Mittelfeldspieler. Passen. Du hast die besseren Passwerte. Du hast jetzt schon die besseren Passwerte. Rechts Mittelfeld. Right Midfielder. Du bist ein rechter Mittelfeld. Vom rechten Winger zum rechten Mittelfeldspieler. Stamina geht hoch und Passraten gehen wahnsinnig in die Höhe. Der Rest ist okay. Pace hat er auch für einen Winger. Also doch, das passt. Dann machen wir ihn zum rechten Mittelfeldspieler noch. Und dann haben wir drei Stürmer. Er wird auch noch Stürmer. Also er wird ja Sturm. Und dann haben wir. Ja, da, ja, definitiv. Dann machen wir das so. Okay. Wir haben schon mal kurzfristig Probleme gelöst. So, wir sind 40 Minuten dabei. Wir haben noch kein einziges Spiel gemacht. Transfers nicht. Unser ganzes Budget ist für ein Dingens draufgegangen. Wir haben null Transferbudget. Wir sind eigentlich im Minus. Jetzt müssen wir ein bisschen Gewinn und Kohle reinbringen. Habe ich was vergessen? Ja, habe ich. Scouts. Instruction. Right back, Annie. Nein. Nein, nein, nein. Edit. Position. Okay. Uns fehlt ein rechten Mittelfeldspieler. Promising? Wir wollen junge Spieler. Ich gehe maximal bis 20, würde ich gerne gehen. Vertrag ist so. Dann brauchen wir noch einen Center Back. Da hätte ich gerne. Boah, First Team Quality muss er nicht sein, aber strong. Das ist okay. Der darf auch ein bisschen älter sein. Bis 24. Ja, nee, machen wir. Alter. Machen wir 25. Ist noch ein Jahr mehr. Es gibt halt trotzdem noch ein bisschen Optionen. Und dann lassen wir noch nach Annie und
Promising gucken. Und da gehen wir ganz low rein bis 19. Das ist okay. So. Das sind die Aufträge, die die Jungs bekommen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir Training. Training, Training, Training. Player Sessions. Ja. Wir wollen... Oh, ich muss nachher noch die Aufstellung machen. Change Drill. Okay. Extreme Hot Potato. The fuck. Change Drill. Und zwar Set Piece. Defending. So, wir gucken mal. Ich will halt nicht, dass sie zu sehr ausgelaugt werden, weil wir haben nicht ein wirklich großes Kader. Und ich werde alles simulieren, das sage ich euch jetzt schon. Ich werde nichts. Switch and defend. Stop the wall. Wir clearen die Player. Okay. Hübner spielt das. Und dann haben wir Krämer bestimmt dabei und Vogt. Nee, Vogt nicht. Remove Vogt. Right back. Zimmer. Oder lieber Left back. Nee, Zimmermann nicht. Dann nehmen wir Right Back. Okay, gut. Oder wir nehmen keinen von den 24-Jährigen. Was haben wir auf der Bank? Wir haben Schneider, den 17-jährigen Centerback. Wir nehmen den Jungen bestimmt. Reserve, was habe ich auf der Reserve? Right Back Neumann. Für Krämer. Da wird Reserve Right Back Neumann... Nee, Neumann. Dass ich nicht Reserve habe mit dem kleinen Kader. Ja, nee, nehmen wir Krämer. Nehmen wir Krämer. Das passt. Dann. Yes, advance. So, stop the ball. Dribbling. Wir changen den Drill. Ich brauche kein Dribbling. Wo wir überall lecken, ist Passing. Passen ist euer Gift, meine jungen Herren. Through the gap. Crossing. Into the bucket. Nein. Pass to goal. Pass to target. Pass to target. Vier Spieler. Wir selecten diesen Drill. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, ich will unbedingt das, okay, Clear Player. Hübner. Okay, krass. Nein, dann lassen wir Hübner im Defense diese Woche und dann nächste Woche kommt er hoch. So, dann haben wir Schreiber. Definitiv nicht. Da gucken wir mal in die Reserve.
Da haben wir Schröder. Ne, da haben wir Meier, genau. Nein, Neumann nicht. Aber Left Wing Becker. Weil Left Wing Becker wird ja. Ne, das macht keinen Sinn. Der wird beim Schusstraining dabei sein. So, Schwarz darf definitiv ran. Nee, nicht Dietrich. Peters darf definitiv ran. Dann aus der Starting haben wir noch jemanden, den wir reinballern sollten. Schreiber. Ach nee, Schreiber lohnt sich nicht. Ich will die Jungen trainieren, das ist halt das Ding. Ah, komm, wir nehmen Hübner hier rein. Ich glaube, passen ist wichtiger. Dann Advance. Dann, wer hat sich bei der Defensive? Krämer, Schneider, Fischer ist okay für mich. Extreme Hot Potato. Jungens, ich mag, dass ihr rein wollt, aber nein. Pass to goal. Nein, Shooting. Shooting, Shooting, Shooting. Wir brauchen Under Pressure. Gefällt mir. Oder Longshot Training. Longshot könnte halt einer mehr mitmachen. Rookie Attacking Szenarios sind aber nur zwei. Under Pressure. Da clearen wir. Und da haben wir aus der Startelf. Jetzt. Becker und Miller sehen halt gleich aus. Okay. Dann ist Becker der Jüngere. Genau. Dann haben wir Bench. Dann haben wir hier. Nein. Dann haben wir den jungen Schmitz. Bin ich blind? Wir könnten Schwarz reinnehmen. Schwarz ist schon beim Passen dabei, ich Idiot. Sehe ich den Jungen gerade nicht? Wir haben doch einen jungen, starken, offensiven, den wir gerade umtrainieren. Zum Stürmer. Specker, oder? Ja, Specker. So. So. Wir haben's. Wir simulieren alles. Das Highest Achieve Grade. Nee, okay, wir spielen mal alle Drills. Wir spielen mal jetzt die Drills halt. Weil der Highest Achieve Dings ist sonst was. Ne Dingens. Ne D. Ich hoffe, ich mache das besser. Das war ja klar. Aber es ist nah. War der letzte schlechte, ja. Start Drill. Pass to Target. Das könnte mit denen sehr, sehr interessant sein. Los. Oh. Hoppa. Los Ball. B. Wir versuchen es nochmal. Das ist schon mal besser.
Na, nice. Next Drill. So, weil dann haben wir die Drills und dann. Das ist der zweite, der mir Sorgen bereitet. Okay, hier durch und dann. Ja. Ist genau das. Die können halt uns verrecken nicht schießen. Ich darf nur flache Schüsse machen. Aber es ist fast unmöglich mit denen. Vielleicht mit dem so. Boah. Ja, keine Schnitte. Okay, ich werde das nochmal neu machen. So. Ja, F. Das war mir klar. Ah, ich müsste, sobald ich durchs Ding bin, schießen. Okay. Oh mein Gott, die können absolut nicht schießen. 200er. Ja. Der war schon näher dran, aber. Nice, das sind die 800. Keiner von denen wird das Target treffen, außer es ist irgendwo am Boden. Die Schussdrills werden absolut scheiße sein. Ja. Die werden absoluter Müll sein. Die Schussdrills, die werden wir dann später angehen müssen wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich ein besseres als D gerade hinkriege. Plus 2 Sharpness, plus 7 Sharpness bei A und plus 6. Naja, eine gute Defensive ist auch wichtig. Office. Greetings, Boss, on behalf of the whole team, I want to welcome you to Wolves RC. Lias Vogt. Good to meet you too. The future is exciting. Mit mir so oder so. Bei mir we weiß man nie, was als nächstes kommt. Jetzt, Squad. Bäcker. Ich will unbedingt die jungen Spieler drin haben. Und das inkludiert Left Wing Bäcker. Auch wenn du minus 2 hast, du trainierst gerade drauf. Right Wing CF. Welchen Bäcker habe ich rausgenommen? Das ist so mühsam. Ich will die Jungen unbedingt drin haben und instant spielen lassen. Hoppla. Alter, da. Hortieren. Hübner muss rein. Becker muss rein. Schneider muss rein. Meier. Krämer. Nein, Krämer nicht. Und dann Schwarz. Schwarz. Meier. Ich mache mir kurz ein Bild davon. Weil ich kann mir das eh nicht merken. Nachdem ich kurz gecheckt habe, warum mein E-Mail schon wieder abgeht. So. Okay, ich habe das Bild. Nice. Das sind die, die unbedingt spielen müssen. Müller ist der ältere von beiden. Okay, dann geht Müller raus und wir haben Becker Doppelstürme. Spitze. Das mache ich vielleicht auch noch. Die ältesten Spieler. Wenn es Sinn macht, dann die rauszunehmen. Zack.
So. Jetzt habe ich drei Bilder. Mit drei Bildern sollte ich das hinkriegen. So. Squat. Becker hat eine minus 2, der knallt runter auf eine 46, ist aber völlig okay. Dann Hübner ist drin. Dann muss rein Schneider in der Zentraldefensiven. Boah, okay, Creme, okay, fuckt raus. Die Captain Binde geht an Schreiber. Der Schreiber wird aber auch nicht lange drin sein, weil Schreiber wird von Schwarz ersetzt. Wisst ihr was? Ja, und ich mach Schreiber zu einem ZM. Ich spiel kaum mit ZM. Wo bist du? Where are you, son? Schwarz, Development Plan, ZM. Du wärst ein ZM, mein Junge. So. ZM. Dann macht es auch Sinn, dass du dort spielst. Auch wenn du noch minus 2 hast. Krämer hat die Captain-Binde jetzt bekommen. Das finde ich auch okay. Aber ich habe gesehen, das sind alles einer Leistung und die verlieren so viel Stamina. Dribbling, Pace, Shooting 1 hoch, Pass. Aber Stamina ist ein echtes Problem in unserem Team. So, wer muss noch rein? Meier. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Schwarz oder Maya? Schwarz ist der Stärkere. Spielen wir doch ein 4-2-2, aber dann hat Hübner keinen Platz. Und Hübner ist unser Prospect. Dann werden wir... Wer war das? Maya. Wer ist älter? Schwarz ist älter, aber auch deutlich stärker. Da ist der gute Meier. Meier für Schreiber. Left Wing. LM. CB. Vogt wird. Okay, wir haben LM. ZM. Right Wing. Okay, Right Wing wird für Neumann. Peters. Ja, aber fuck, Peters ist der Junge, den wir auch. Den wir nach rechts Mitte umbellern wollen. Aber Prot kann beide Seiten spielen, deswegen ist Prot auch okay. Weiter. Prot ist auch ein junger. Wagner. Wie alt ist Wagner? Wagner gehört in die Mittelklasse mit 25, aber der ist eine 56. Also noch schlechter kann ich unser Team gleich nicht mehr machen. Goalkeeper Thomas, Krämer für Thomas. Dietrich. Nee, Pott müsste spielen. Prott müsste spielen, ey. Der ist 22. Ja, nee. Wir lassen das mal so. Das ist vorübergehend unsere Startelf. Außer, ich habe noch gerade gesehen, Becker und Becker. Becker raus, Becker rein. Wir haben Becker und Becker. Also das wird ein Becker-Tor. Schröder. Was ist mit Schröder? Schröder ist 26, ist eine 58. Also ich setze voll auf das junge Potenzial bei uns. Also right back hier. Left back. Das ist der Sturm. Sturm. Right winger. Ja, so werden wir reingehen. So werden wir reingehen ins erste Spiel. Jawohl. Jetzt will ich aber noch die Captain-Binde wechseln. Und zwar die Captain-Binde lasse ich nicht bei Krämer, sondern bei Pfeiffer. Nee, nicht bei Pfeiffer. Wen führen wir an den Captain heran?
Hübner, Schwarz sind beide noch. Lassen wir bei Krämer. Ullmann ist immer noch unser Mann für die Freistoß-Sachen. So. Ich speichere mal. Dann gehen wir gleich ins erste Spiel rein. So. Wir waren nur, wie lange im Menü? Eine Stunde. Oh, ich habe keine Pressekonferenz abgehalten. Naja. Pff. Gegen Walsall FC. Bienvenue für Messi in Frankreich. Das ist wunderschön für ihn. Wir gehen rein. European Cup. Playmatch, Simmatch, Quickmatch. Wir werden unter Umständen je nach Saison auch ein paar Spiele simmen. So. Erstes Match. Wir haben unsere Startaufstellung. Wir gehen rein.